Hallo, willkommen bei meiner Kochshow Hallo Elke auf YouTube. Heute habe ich wieder unseren Stargast dabei. Und ich möchte heute, dass du dich mal selber vorstellst. Das ist nämlich... Ich bin die Sandra von Crazy Cooking Queen. Wir sind hier heute in meinem Reich. Und wir werden heute zusammen... Was machen wir heute? Ich lerne heute von der Sandra, wie man japanische Pfannkuchen macht. Das ist ein traditionelles japanisches Essen aus der Küche des Alltags. Nennt sich Okonomiyaki. Wow. Ja. Das hört sich aber interessant an und das zeigen wir euch. Und lecker ist das. Als erstes haben wir ein bisschen Bacon, Speck, ein bisschen mageren Schweinespeck, Katsuobushi, das sind die Tuna-Flocken, die zum Schluss drauf kommen, ein paar Eier, ein Stück Ingwer, eine weiße Zwiebel, gepickelten roten Ingwer, Dashi-Brühe, eine rote Karotte, einen Spitzkohl, schwarzen Sesam für die Deko, die typische Okonomiyaki-Soße und zum Schluss ein bisschen Mayo. Optional, was bei uns reinkommt, sind ein paar Shrimps. Ich will probieren. Und dann möchte ich auch mal ein Stück probieren. Super. Total lecker. Du musst genau. Darf ich mal den Bacon probieren? Na klar. Sehr schön. Yummy, yummy. Endlich was zu essen. Das meiste der Scampi erhalten wir, indem wir es erst ein bisschen drehen, den Schwanz, und dann ziehen. Dann ist der Schwanz nämlich durchsichtig und wir erhalten die komplette Scampi. Und was machen wir jetzt, Sandra? Jetzt verrühren wir die Eier mit dem Mehl. Und zwar pro Ei immer ein Esslöffel Mehl. Das machen wir jetzt hier zusammen in die Schüssel. Darf ich als erstes probieren? Bitte. Also, ein Esslöffel Mehl, einen gehäuften. Genau. Bam. Mhm. Und dann ein Ei. Ein komplettes rohes Ei da rein. Komplettes Ei, genau. Mhm. Genau. Und wieder ein Esslöffel und wieder ein Ei. Oh, das ist ja einfach. Wieder ein Esslöffel und wieder ein Ei. Und zwar haben wir hier diese wunderbare Dashi-Brühe. Das ist ein Brühpulver aus dem Asia-Shop. Das haben wir hier mit kochendem Wasser angemischt. Und das machen wir jetzt esslöffelweise dazu, bis das die richtige Konsistenz hat. Wir verrühren das mal und schauen mal.
Es muss ein flüssiger Pfannkuchenteig werden. Wow. So, wir brauchen gar nicht alles von den 600 Milliliter. Nein, nein, wir machen das so lange, bis die Konsistenz stimmt. Mhm. Da haben wir unsere japanischen Pfannkuchen. Okonomiyaki. Buon appetito!